dann fehlt nur noch der Loch hier über dem Kopf. Denn im Grigorius hat er kein Loch gehabt zum Auffüllen. Nein, so sah er nicht aus. Das ist die Gipskopie, die man von dem Granitbild, denn Schwester Gerlinde hat ja in Granit, sie hat mich gefragt, ob da eine weihevolle Atmosphäre gewesen sei in dem Raum. Nein, habe ich gesagt, ganz und gar nicht. Da waren einige Meister, Gesellen und Lehrlinge eifrig dabei, auf irgendwelche Steine rumzuhämmern. Und da hat Gerlinde auch das Bild in Granit von Gregorius Richter, grauer Granit. Heute ist er grün angemalt. Ja. Und können Sie sich vorstellen, warum dieser Kopf so wichtig geworden ist bei vielen Leuten in der Fraternitas Saturni? Weil etwas hineingeheimnist worden ist, das niemals da war, weil die Leute wundergläubig sind und Wunder wollen. Nicht wahr? Was halten Sie von der Theorie, dass Grosche wiederbelebt werden kann, indem man Energien auf diese Büste projiziert und nichts. Ich bin der Meinung, dass da sich irgendetwas zeigt. Es gibt immer Geister, die nicht über die Schwelle gehen können und die solche Möglichkeiten wahrnehmen, um zu den Opfern zu gelangen, die Weihrauchdüfte und ähnliches. Die brauchen die Toten, um wieder Lebenskraft zu sammeln. Und die anderen Mitglieder, gab es da irgendwelche Mitglieder, die ganz fanatisch dabei gewesen sind? Nö. Das waren alles... Es waren einfach so ein gesellschaftliches Unternehmen. Die einen gehen zum Gegenclub, die anderen gehen zur Loge. Na ja, wir sind eben zur Loge gegangen und haben so ein bisschen mit dem Leben J oder Saturn zu tun gehabt und fertig. Welche tolle Nachbarschaft. Die beste in meinem Leben. Doch bleiben Sie hier. Guten Abend, meine liebe Publikum. Ich freue mich sehr. Herr Kapellmeister.